Moin Moin, grüß euch, hier wieder der Olli mit dem zweiten Tutorial Stickbewegung. Erst nochmal vielen Dank für die ganz vielen Daumen nach oben und auch die Kommentare, die ich bekommen habe in den verschiedenen Gruppen und auch unter dem Video. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Ja, was machen wir heute? Heute will ich euch zeigen, die Stickbewegung. Trottle, Yaw, Roll und Pitch. Wie verhält sich das zueinander? Wozu brauche ich diese Sticks überhaupt und was richten sie überhaupt am Kopf an? Das erkläre ich euch mit diesem kleinen Tutorial. Viel Spaß! So, vorab, bevor wir starten, erkläre ich euch kurz. Ich fliege in dem Mode 2, das heißt, ich fliege Trottle und Yaw auf der Achse, Pitch und Roll auf der rechten Seite. Hat folgenden Grund, durch die Modellfliegerei habe ich auf der rechten Seite immer das Höhenruder und das Querruder gehabt. Deswegen bin ich dabei geblieben. Es gibt vier verschiedene Modes, die kann ich dann gerne aber nochmal erklären in einem separaten Video. In diesem Video geht es erstmal um die Stickbewegung. Wie ich schon sagte, ich habe meinen Armschalter möglichst nah an einer Fernbedienung und an der Hand, dass ich halt schnell bei einer Situation darauf zurückgreifen kann. Der Kopter hat gearmt. Er befindet sich im R-Mode, das heißt, die Motoren drehen langsam, um eine gewisse Stabilität bei Trottle, wenn ich das Trottle zurückgenommen habe, immer noch haben. So, ich gebe ein bisschen Trottle, der Kopter steigt, wie wir sehen. Ich gebe ein bisschen Pitch nach vorne und der Kopter fliegt nach vorne. So, wir wollen nicht nach vorne fliegen, sondern eine Kurve, ein bisschen mit Yaw und Roll hinein. Und somit können wir eine Kurve halt fliegen. Wir ergänzen das Ganze, wir müssen halt in allen Achsen uns irgendwo bewegen und lenken. Wieder ein bisschen rechts reinlenken mit Yaw, dann mit Roll hinterherziehen. Ein bisschen Trottle geben, weil er in der Kurve immer etwas absackt. Und somit können wir halt schöne Kurve fliegen. Wenn wir das Ganze halt wieder verlangsamen wollen, nehmen wir Trottle etwas zurück, ziehen im Pitch etwas nach hinten und versuchen dann den Kopter halt möglichst auf der Stelle zu hovern. So, wir landen den Kopter wieder und disarmen ihn. Das war erstmal die grobe Erklärung der eigenen Stickbewegung. Ich habe euch so ein bisschen die Stickbewegung in der Grundtätigkeit bzw. in den Achsen versucht zu erklären. In den nächsten Videos werde ich die einzelnen Achsen separat erklären. Das ist auch unten in der Artikelbeschreibung niedergeschrieben, in welche Themenbereiche wir die nächsten Male darauf eingehen werden. Der nächste Themenbereich des Tutorial 3 wird die Yaw-Achse sein. Das ist meine Lieblingsachse. Warum, zeige ich euch im nächsten Video. Lasst euch überraschen. Mit der kann man ganz viele schöne Sachen machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben auf jeden Fall. Lasst einen Kommentar da, wenn euch irgendwelche anderen Themen interessieren, die ich dann danach gerne noch aufnehmen werde und bearbeiten werde. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche und wir hören uns. Bis dann, grüßt der Olli, ciao!